Guten Morgen, ihr lieben Liebenden. Ich hoffe, es geht euch auch gut. Mir geht es auch langsam wieder besser. Aber ich hatte keine Lust, mich heute Morgen irgendwie fertig zu machen. Also gibt es das heute mal auf die Art und Weise, die kollektive Tagesenergie. Wir haben die Lilien, Sensibilität, manchmal auch Sexualität und wir haben das Schiff, deine Sehnsüchte. Aber auf jeden Fall etwas, was in weiter Ferne ist und sich noch ein wenig in die Länge zieht. Möglicherweise hat es zu tun mit einer Entscheidung deinerseits, mit den Wegen hier einen neuen Weg zu beschreiten, um dann ins Glück zu gehen, ins große Glück mit der Sonne, positives Empfinden. Hier schaut noch jemand, und zwar du, egal ob du männlich oder weiblich bist, auf eine Blockade, möglicherweise sogar auf eine Trennung, die dich noch von deinem großen Glück abhält. Und mit der Schlange liegt hier auch noch ein Umweg. Ein Umweg, beziehungsweise vielleicht sogar eine falsche Person, die dich von der Liebe abhält. Und es ist ja ganz oft so, solange du noch energetisch an einer vergangenen Beziehung hängst, an dieser Person hängst, egal ob positiv oder auch negativ. Solange bist du nicht frei für eine neue Person. Und deswegen zieht sich das Ganze auch etwas in die Länge. Das heißt, du musst dich erst entscheiden, dich zu lösen, diese Blockade aufzuheben, um dann wieder eine neue Verbindung eingehen zu können. Treue, Loyalität, ein Seelengefährte, ein Freund, jemand, der dich vielleicht sogar unterstützt, kann in der Situation auch ein guter Ratgeber sein. Auf jeden Fall liegt hier eine Konstellation, dass hier jemand noch nicht abgeschlossen hat von euch. Und jetzt wäre es gut, diesen Absprung zu schaffen, den falschen Weg rauszunehmen, dich für einen neuen Weg zu entscheiden, um in dein Glück zu schiffern. Schönen Tag, ihr Lieben.